Ja, moin zusammen. So, wir haben hier ein Problem. Und zwar hatten wir den Anhänger in einem Gewerbegebiet geparkt. Hiermit werden im Normalfall die Rampen festgezogen. Und irgendein Mensch brauchte wohl offensichtlich ganz dringend so eine Schraube, also so einen Knebel. Dann mussten wir das erstmal mit dem Spanngurt sichern, also die zweite Rampe. Bedeutet, ich muss so ein Ding bauen. Ist eigentlich nichts Kompliziertes, ne? Ist eine Gewindestange im Grunde genommen, Unterlegscheibe und oben ein bisschen was gebogen ist. Ich werde es diesmal allerdings ein bisschen anders machen, weil es nervt wahnsinnig. Dieses Gewinde ist unglaublich lang. Bis die Rampe mal fest ist, dauert das wirklich extrem lange. So, ich werde jetzt mal die Rampe einhängen und mal gucken, wie lang das Gewinde eigentlich sein muss. Ja, vom Grundsatz her wird das so quasi reichen. Das fokussiert jetzt natürlich nicht auf die Schraube. So. Die Rampe lässt sich jetzt noch so weit bewegen. Ja, im Grunde genommen wird das nur gegen den Gummipuffer da oben, den man da oben sieht, gegengeschraubt, damit die Dinger nicht klappern. Gibt genug Anhänger, da klappert das wie blöd. Ja, gut. Anzeichnen, ab in die Werkstatt und dann mal gucken, dass wir da was zusammengebaut kriegen und dann gleich noch ein zweites dabei. Jo, ich habe zwei Gewindestangen gefunden, beziehungsweise eine. Jetzt sind es zwei, auseinandergeschnitten, bearbeitet. Ja. Das müsste so reichen. Das Problem an der ganzen Sache ist, ich brauche eine Auflage, dass die Rampe runtergedrückt wird. Könnte ich ja eventuell Unterlegscheiben nehmen. Ob das lange hält, weiß ich nicht. Ja, sollte vielleicht halten. Ich kann sie ja doppelt nehmen. Die muss jetzt, ups, hier oben drauf verschweißt werden. Ja, und da oben drauf wollte ich dann praktisch den Knebel setzen. Ist aber auch eine blöde Idee, glaube ich. Ich habe ja nur einen. Und ich brauche ja zwei, ne? Ja. Ich überlege mir was. Keine zwei gemacht. Einen habe ich ja. Das sollte jetzt mal reichen. Ja, ich weiß, vom Schweißen her ist das eine Katastrophe, aber es soll die Rampe festhalten und keine Schönheitspreise gewinnen. Und das tut es. Ja. Damit wäre der Mist auch vorbei und erledigt. Die Deichsel muss auch noch abgefettet werden. Da sind Schmiernippel dran. Hinten die Schrauben habe ich auch noch gefettet eben.
Ja, das ist alles. Die Winde muss mal abgerollt werden. Ja, man sieht, da muss ordentlich Fett dran. Insgesamt ist das immer ein wenig zu warten. Es ist zwar eine Marke, aber ne, ganz ohne Wartung kommen solche Sachen auch nicht aus. Dann haben wir hier Schmiernippel, einmal hier oben drin, einmal hier hinten drin, das ist für die Bremse. Dann hat der das Stützrad einen Schmiernippel. Kann man nachher nochmal eben machen. Dann habe ich gesehen, hat sich das Kabel hier und da seiner Isolation entledigt. Ja, und der Kugelkopf, ach Quatsch, Kugelkopf, hier die Anhängerkupplung, muss auch noch abgefettet werden von innen. Sonst quietscht das irgendwann beim Ziehen. Ja, das ist das Problem, dass das Ding draußen ist sozusagen. Ne? Das ist in Elementen ausgesetzt. Wenn du über die Autobahn fährst und es regnet, ist das Ding natürlich hier einmal komplett trocken. Deswegen einmal komplett abrollen. Ne? Und dann mal zusehen, dass das ganze Seil von vorne bis hinten einmal gefettet wird. Ja, Wartung ersetzt Neuteile. Ne? So ist das halt. Dann die Bremsmechanik. So wird der Wagen, so wird der Anhänger gebremst. Da musste ich einen extrem nachstellen, der da schief sitzt. Irgendeine Trommelbremse, und zwar die vom hinteren Rad. Muss wahrscheinlich bald mal neue Belege haben. Ja, die auf der anderen Seite ist fantastischerweise ist es das vordere Rad. Ja, das alles einzustellen ist nicht witzig. Echt nicht. Ich habe da 2 Tage dran gesessen, bis der Anhänger vernünftig gebremst hat. Ja, also nach meinen Vorstellungen vernünftig gebremst hat. Ne? Wenn wir aus dem etwas schwierigeren Gelände ein Auto rausziehen, sollte der nicht jedes Mal, wenn wir über eine Kuppe fahren, wenn es matschig ist, ne? Wir bergen ja auch Fahrzeuge aus ziemlich matschigen Gegenden, Wäldern etc. So, und wenn wir über eine Kuppe fahren und der Wagen in Untersetzung zieht und der Wagen kommt über die Kuppe und der Anhänger ist beladen. Der Anhänger geht über die Kuppe, drückt gegen das Zugfahrzeug. So funktioniert ja diese Auflaufbremse, deshalb heißt die ja so. Dann schiebt sich quasi der Kugelkopf rein in diesen Balk und bremst die Räder. So, im Normalfall wäre das jetzt so, wenn man jetzt rein auf der Straße eine Einstellung rein für die Straße nimmt, man geht vom Gas, bremst leicht, die Auflaufbremse schiebt sich zusammen, der Anhänger bremst zusammen mit dem Auto, ne, ziemlich synchron das Gespann runter. Kann ich nicht gebrauchen. Ne? Sonst rutscht mir auf matschigem Untergrund der Anhänger zur Seite weg. Hatten wir schon mit dem alten Trailer, den durften wir dann aus dem Gemüse ziehen. Das hat mich dann eine Deichsel hier vorne gekostet, weil wir seitlich mit dem Seil den hochreißen mussten. Das wollten wir mit dem hier verhindern. Ja, deswegen machen wir das nicht mehr. Ja. Ja, Grüße gehen auch raus an Heino vom Speedshop Kenia. So heißt der Kanal, ne? Speedshop Kenia. Gerne mal angucken, ist sehr interessant. Und ja, der meinte, für die Leute, die das gesehen haben, der A-Frame Ball Joint. Ich konnte das kollektive Fragezeichen quasi bis zu mir hier hören. Was meint der zum Geier mit einem A-Frame Ball Joint? So, das hier ist der A-Frame. Das da ist der Ball Joint. Da führt er die Hinterachse. Ja? Die ist mehrfach geführt. Einmal hier an Schubstreben. Ne? Die Federn sind natürlich sinnlos, die zu erwähnen, dass die geführt wird damit. Das ist natürlich Quatsch. Stoßdämpfer auch nicht, das führt auch nicht. Also einmal hier die Schubstrebe, dann der A-Frame. Auf der anderen Seite nochmal eine Schubstrebe und ein Stabi hinten. Der noch drin ist, aber nicht drin bleibt. Ja. Ja. A-Frame Ball Joint. Und er hatte einen Tipp gegeben, ich soll mir den Balljoint vom Humvee mal angucken.
Um ehrlich zu sein, bin ich jetzt ein bisschen überfragt, ob ich den hier dran kriege. Habe ich vielleicht eine andere Variante? Also Serie passt bei mir, glaube ich nicht. Ja, vielleicht kann Heino sich nochmal damit beschäftigen. Und ja, wie gesagt, das ist Discovery. Der ist auch bald wieder fällig. Die Dinger sind echt die Pest. Ist natürlich gerade im Anhängerbetrieb ist da richtig Last drauf. Eigentlich ist hier schon ein Verstärkter drin. Ja? Das ist ja das Witzige. Ja. Dieser A-Frame ist halt ziemlich wichtig für die Fahrstabilität, sonst wird das echt wackelig. Ja, also wie gesagt, nochmal Grüße an Heino vom Speedshop Kenia. Wenn du dazu eine Idee hast, ob das hier auch reinpasst, das glaube ich nämlich nicht. Bei mir ist das, glaube ich, da ist es reingeschraubt. Nee, da ist nichts mit dieser Gewindestange. Das wird bei der Serie anders sein. Serie 3. Ich suche ja noch eine Serie 3, aber die wollte ich eigentlich auf einen Discovery-Rahmen setzen. Ne? Discovery ist dann doch eine andere Hausnummer, so ähnlich wie der Range Rover Classic. Der ist eigentlich baugleich damit. Ja. Naja, schauen wir mal. Vielleicht fällt Heino noch was ein. So, bezüglich des Getriebes haben wir jetzt auch mal eine Diagnose. Wie man sieht, es sifft. Wie man da sieht, es sifft. So, und das Problem liegt folgendermaßen, ganz bestimmt, ja. So, wir haben hier oben die Ölkühlerleitung. Man sieht, alles schön feucht. Ja, und an der Stelle hier, lass ihn jetzt nicht nochmal laufen, an der Stelle hier ist sie wohl durchgefault. Ich habe das nicht gesehen. Muss wohl irgendwo so ein Mikroriss sein. Dieses Hydrauliköl verschwindet aber auch aus den kleinsten Löchern, ne? Ja, mal gucken. Wir haben zwei verschiedene Hydraulikleitungen. Einmal die da, die ist undicht. Und eine geht hier oben rein, die ist dicht. Wir brauchen die mit der Biegung. Mehr als 90 Grad, ja. Oh, und das geht hier vorne um die Ecke. Zum Ölkühler. Der ist da oben, hinter der Frontmaske. Also Getriebeölkühler, ne? Ja. So, mal gucken, ob ich die richtige Leitung erwischt habe. Ich habe eine gefunden. Mal schauen. Oh Gott. Ich werde nicht jünger. Aua. Ja, ist sie das oder ist sie das nicht? Das müsste die Steigleitung sein. Hier müsste irgendwo noch ein Abdruck von einem Halter sein. Ja, da ist er. Ja, dann geht es nach oben und in den Ölkühler. Also von der Theorie her müssten wir hier die richtige haben. Aber das sehen wir erst, wenn wir mit der Leitung unten drunter gehen. O-Ringe müssen wir auch noch suchen. Da kommen O-Ringe drauf, kleine. Und dann sollte das ziemlich schnell erledigt sein. Jo, ich denke, wir haben die richtige. Wenn man jetzt da sieht, die Krümmung geht da oben rein. Das ist auf der rechten Seite. Links ist der Peilstab. So, da geht es runter. Das ist die gleiche Geschichte. Okay, kurzer Schlauch. Das ist der hier. Hier haben wir es jetzt mit der rechten Seite zu tun auf dem Video. Und dann geht das hier rüber, wie man hier sieht, hier rüber und dann nach oben in den Ölkühler. Okay, wir haben die richtige Leitung, Gott sei Dank. Die andere habe ich nämlich nicht. Das ist gut. Ja, dann Frontmaske runter. Den ganzen Kladderadatsch hier unten auseinanderbauen, Öl auffangen, dann läuft der Wagen wieder. Offensichtlich ist das Ding auch kaputt gegangen, weil das Gummi hier total aufgequollen ist innen. Also es kommt vorne am Ölkühler kaum was an. Wenn man ein bisschen länger fährt mit Hänger, mit Belastung, geht auch die Warnleuchte an bezüglich des Öls. Die Temperatur, ne? Der hat einen Temperaturfühler drin.
Und ja klar, wenn der bin ich wieder bis zum der Ölkreislauf ist halt unterbrochen. Dann funktioniert das alles nicht mehr so richtig. Deswegen hat er auch so geruckelt, weil der Öldruck nicht hundertprozentig war. Er hat immer so, wenn man ne, durchbeschleunigen wollte, erster Gang, zweiter Gang ging. Zweiter Gang, dritter Gang, hat er so, soll ich den wirklich einlegen? Bist du sicher? Na gut, so nach dem Motto, ne? Ja, zu Deutsch, der Öldruck hat gefehlt. Die Leitung ist zugequollen. Ist so offensichtlich ein Problem mit bescheidenem Öl. Ich fahre jetzt Dextron 3 hier drin. Nicht mehr 2D. Ist mal so ein kleiner Tipp, wenn ihr ein 4HP22 habt. Das Getriebe hier ist ein 4HP22. Das sitzt unter anderem im 7er BMW in den alten. Volvo 49. Unter anderem, ne? Es gibt noch ein zweites. Das hier ist ein ZF-Getriebe. Und ja, das 4HP22 bitte nicht mit 2D füllen. Der Discovery 2 hat das gleiche Getriebe mit der elektronischen Steuerung. Da ist das, glaube ich, schon vorgeschrieben. Das Dextron 3. ATF 3 Hyper Moped, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ich zeige euch gleich mal, welches Öl da reinkommt, genau. Ja. Auf jeden Fall, für diesen hier steht in der Reparaturanleitung, dass hier Dextron 2D rein soll. Das ist im Grunde genommen Lenk- und Hydrauliköl. Das habe ich auch als Erstbefüllung hier reingemacht. Das habe ich euch ja gezeigt, als ich den Wagen umgebaut habe. Auf diesen Motor. Das Problem ist, ja, wie man jetzt sieht, funktioniert es nicht richtig. Ja. Ah ja, da oben ist der Temperaturfühler für das Getriebeöl. Ja, da geht der weg. Und die Warnleuchte ging an, dass das zu heiß wird. Ja, blöde Sache. Aber besser so, als wenn mir das Ding unterwegs platzt. Ja, das ist... Jetzt ist es rot, vorher war es Bernsteinfarben. Das Öl habe ich schon komplett ausgetauscht. Gleich nochmal nachfüllen, was hier vorne noch rauskommt. Ja, Front komplett runternehmen, dahinter ist der Ölkühler. Hier hinten abschrauben, dazwischen ist nicht mehr viel. Dann können wir die Leitung rausnehmen. Vorher sauber machen logischerweise, weil da ist, sammelt logischerweise Dreck, ne? Ist unterm Auto halt. Ja, und dann andere Leitung rein, O-Ringe rein und dann hat sich das. Okay. Ich bastel mal die Front auseinander, bis gleich. So, da haben wir den Ölkühler. Der Kollege, der hier hinten langläuft. Ja. Ich habe jetzt nicht ganz komplett alles auseinandergenommen, sonst hätte ich jetzt die Stoßstange runternehmen müssen. Deswegen habe ich die Lampen abgemacht. Die sind ja nur in diesen Kugeln eingeploppt. Ne? Blinker, Feder, Lampe auch weg, Grill rübergeschoben, reicht. Wir müssen an den Anschluss hier, unten. Den werden wir jetzt erstmal ordentlich einsiffen mit Rostlöser, weil wir möchten nicht das obere Teil losdrehen, sondern nur das untere. Das wäre total schön. Ja. Wie gesagt, das hier ist der Getriebeölkühler. Praktischerweise bei diesem Auto ist der extern. Wir hatten beim Frontera B hatten wir das Problem, der sitzt mit dem Wasserkühler. Und bei extremer Belastung, zum Beispiel Kasseler Berge, mit richtig Gewicht drauf, das Getriebe bleibt kalt. Aber das Kühlwasser, alter Schwede, das wird richtig heiß. Einmal bei dem ersten Frontera ist uns sogar der Ausgleichsbehälter weggeplatzt. Bei so einer Aktion. Also, sollte man ordentlich... darauf achten, dass die Ölkühler frei sind. Ach so, noch ein paar Worte zum letzten Video und diversen Kommentaren etc. etc. Ich dachte eigentlich, man guckt so einen Kanal, weil es einem gefällt.
Das trifft bei mir immer so auf Verständnislosigkeit, wie zum Beispiel, wenn jemand einen Mann heiratet, der einen Bart hat, um dann direkt nach der Hochzeit zu sagen, du musst dich aber rasieren. Ich gehe eigentlich davon aus, dass die Leute meinen Kanal gucken, weil ich so bin, wie ich bin. Und Änderungsvorschläge, ja, super, dann mach doch bitte einen eigenen Kanal und mach das dann. Natürlich mache ich Fahrzeugreparaturen, natürlich habe ich immer noch eine Meinung und werde meine Klappe nicht halten. Warum? Weil irgendjemand das meint? Vielleicht bin ich ein bisschen speziell, manche Leute kommen auch mit der Art aus dem Ruhrpott nicht klar, dass man sagt, was man denkt. Wenn ich jemanden für einen Pappkopf halte, dann sage ich ihm das. Ich werde vielleicht demnächst mal irgendwann einblenden, passen Sie mal auf, von da bis da gibt es eine kritische Meinung. Wenn Sie keine kritischen Meinungen hören möchten, sondern eher so ein weiter so akzeptieren, skippen Sie doch bitte bis zur Minute so und so viel vor. Könnte ich machen. Ja. Einer meiner bevorzugten Kanäle in Bezug auf USA etc. macht das auch so. Wenn euch meine Musik nicht gefällt, skippt einfach weiter. Bis da und da geht die Musik. Ne? Und ich denke, ich habe eine fundierte Meinung. Ne? Ich habe mich ja nicht mit dem Klammerbeutel gepudert. Ich kenne mich auch nicht morgens nicht mit dem Hammer. Ne? Das ist einfach so. Ja. Ich habe meinen Meisterbrief auch nicht im Lotto gewonnen. Das sind alles immer so Ratschläge, so von wegen, du solltest darauf achten, nichts Politisches zu sagen, weil sonst dein Kanal den Bach runtergeht. Ja, dann geht halt den Bach runter. Und jetzt? Ne? Wenn ich den Kanal nicht mehr betreibe, kann ich mehr Geld verdienen, habe ich mehr Zeit. Ne? Das ist ein Hobby. Meins. Mein Hobby. Ne? Nicht das von anderen Leuten. Wenn andere Leute eine andere Meinung haben, wie man so einen Kanal betreibt, sollen sie doch bitte so einen Kanal betreiben. Und nicht mir sagen, ich soll meinen Kanal so betreiben, wie sie ihren Kanal betreiben würden, den sie nicht haben. Ganz einfach. Ja. Und jetzt gibt's Rostlöser für das Ding hier und fertig. Ja, solange das vorne einwirkt, kann ich ja nochmal, wie gesagt, ich muss den Dieselfilter wechseln. Jetzt gibt es auch, wenn gleich der Dieselfilter getauscht wird, gibt es noch eine kleine Kur. Das packe ich da rein. Jede Kappe hier versorgt 10 Liter. Ich habe, wenn ich alles voll tanke, hier drin ca. 100 Liter drin. Habe jetzt aber nur noch 20 Liter drin. Eine habe ich schon drin. Ist echt gut, das Zeug, muss ich sagen. Kommt ganz schön Siff raus, vor allen Dingen vorne Einspritzdüsen etc. Der lief ja erstmal so, ne, richtig übel, als ich den Motor eingebaut habe. Hat sich dann ein bisschen aufgeklärt und jetzt mit dem Zeug, es stand halt lange der andere Wagen. Ne? Er stand hier fast ja, über ein Jahr, glaube ich, rum, ohne dass er bewegt wurde. Ja. Nee, der ganze Krempel aus den Einspritzdüsen und so weiter und so weiter. Also der Wagen hat volle Leistung, verbraucht vernünftig. ich werde es euch verlinken. Ist auch immer ein Argument, ne? Finde ich. Ja. Das Ganze gibt es auch noch. Wir hatten mal einen Ford Escort, haben wir aus einer Garage gezogen, 6 Jahre stand der da. Der lief wirklich wie ein Sack Nüsse. Neues Benzin rein, lief immer noch wie ein Sack Nüsse. Und ja, mit dem Zeug, 20 Liter haben wir reingekippt im Kanister, dann 2 Kappen hiervon, laufen lassen. Und dann hat es nach guten 6-7 Minuten fing an, der Leerlauf wirklich sich zu beruhigen. Diese Ruckelei vom Motor, der sprang wirklich im Motorraum rum. Die hörte auf. Ne? Es wurde immer besser, immer besser. Dann haben wir noch einmal nachgetankt, nochmal mit dem Zeug. Und dann lief der vernünftig. Ne? Dann haben wir den Benzinfilter neu gemacht. Kraftstofffilter unten drunter. Und dann lief der Wagen sahnig.
Dann noch eine Ölspülung, neues Öl. Läuft bis heute. Ja. Wie gesagt, die beiden verlinke ich euch. Und dann, wenn ich sie denn finde, ich habe keine Ahnung, ob Amazon sowas verkauft. Schauen wir mal. Ja, ich versuche es auf jeden Fall. Ölschlammspülung hat jemand nachgefragt. Fällt mir gerade ein. Da habe ich in den Kommentaren noch geschrieben, ich verlinke es dir. Das war ein gutes Versprechen. Ah, hier. Motorspülung. Mache ich vor jedem Ölwechsel. Passt super. Okay, ich mache mal unten drunter weiter. Ich habe hier weitestgehend alles aufgefangen. Ja, das sollte eigentlich alles gewesen sein an Öl, was da vorne noch im Kühler war. Ja, ein bisschen werde ich das gleich noch, wenn die neue Leitung drin ist, werde ich das noch ein bisschen sauber machen hier vorne. Hier, das ist der Flansch. Ne? Deswegen habe ich da unten jetzt eine Folie und Katzenstreu ist das übrigens. Geht super. Kann man jetzt so praktisch in die Tüte packen und zum Entsorgen bringen. Der Wertstoffhof nimmt euch das ab. Ne? Das geht schon. Nee, jetzt habe ich die andere Leitung, habe ich quer gesetzt. Dass die ausbluten kann, die ist hier vorne auch gleich beim Abschrauben abgerissen. Zu Deutsch, die war über. Ne? Da geht es weiter mit der Leitung. Ne? Bis zum Getriebe hinten. Ja, die ist jetzt hier vorne, die sitzt hier vorne noch in einem Halter. Den habe ich losgeschraubt, das ist eine 10er Schraube. So, jetzt gucke ich mal, dass ich das hinten am Getriebe loskriege. Da filme ich dann nicht mit. Ich kriege da wahrscheinlich noch genug Öl ab. Deswegen habe ich schon die ältesten Klamotten angezogen, die bei drei auf, nicht auf drei auf dem Baum waren. Naja, die allerältesten Klamotten habe ich angezogen. Weil ich dusche da gleich, garantiert. Und dann wieder Katzenstreu. Ich habe einfach ganz normales Katzenstreu, kippe ich da drauf. Das saugt wirklich gut, muss ich sagen. Funktioniert mit Öl ganz gut. Ich muss aber erstmal die Leitung ausbauen. Da schicke ich euch erstmal in die Pause. So, da sind wir wieder. Jetzt, das hier ist die alte Leitung. Um das Loch zu finden, da kriegt man echt die Pimpanellen. Ich habe hinten jetzt zugekloppt, das Ende. Da sieht man es, ist eh abgebrochen, also von daher, da war es auch schon sehr geschwächt. So, wenn ich jetzt Druckluft hier reingebe, seht ihr das? Hier rührt man ja so. Ein mikroskopisch kleines Loch. Mit bloßem Auge nicht zu erkennen. Das war's. Das ist auch noch passiert. So, die andere Leitung ist drin. Dann war's das erstmal. Neue Ohrringe habe ich auch gefunden. Ja, dann machen wir gleich mal Öl rein. Bis gleich. So, bis hierhin hat er schon mal geschafft, ohne Ausfälle zu zeigen. So, die Leitungen sind komplett verschraubt. Die Front ist komplett zusammengebaut. Dann wollen wir mal gucken, dass er auch vernünftig schaltet und fährt. Und wenn wir zurückkommen, hat er Betriebstemperatur. Dann kann ich das Getriebeöl messen. Jetzt ist erstmal so Pi mal Auge. Ja, schauen wir mal. Melde mich gleich aus dem Fahrzeug. So, Herr Klapperton, einmal ruhig sein bitte. Dann wollen wir mal gucken, was die Automatik sagt. Wie gesagt, auf kurz oder lang, umbauen auf Schaltgetriebe, kein Ding, aber anfahren ist schon mal ohne Befund. Da kommt nichts, da sehe ich nichts. Die Einfahrt des Grauens. Oh ja,
kann sich sehen lassen. Ja, die Gangwechsel sind perfekt. Ja, klingt alles schon ein bisschen besser. Ein paar Kilometer gefahren, damit er ein bisschen warm wird. Betriebswarm halt. Jetzt schauen wir mal, wie der Ölstand aussieht. Ja, kann noch ein bisschen bei. In dem Fall wird er jetzt einmal durchgeschaltet nochmal. Dann wird nochmal gemessen. Die Seite ist relevant. Ja. Ist kurz vor Maximum, ist eigentlich optimal. Ja, wollen wir hoffen, dass das die letzte Problematik war, bevor da das Schaltgetriebe reinkommt. Kein Vortrieb nervt extrem. Vor allen Dingen ist alles nicht gut für den Wandler und so weiter. Fürs Getriebe auch nicht. Wenn Öl fehlt, fangen die Kupplung an zu rutschen. Läuft alles über Öldruck, ne? Klar. So. Dann haben wir das erledigt. So, jetzt noch ein paar Worte in eigener Sache. Ich werde jetzt die Kanalmitgliedschaft einführen. Und zwar wird sich Folgendes ändern auf dem Kanal. Es gibt nur noch 2 Videos die Woche. Ich schaffe das zeitmäßig einfach so nicht. Das funktioniert nicht. Ich kann mir nicht jedes Mal spontane Reparatur aus den Rippen schneiden. Mit der Kanalmitgliedschaft werde ich Videos hochladen, ne, aus dem Alltag hier. Gibt also wesentlich mehr Content, plus die normalen Videos, logischerweise, die kann man ja sowieso sehen. So, ja, wie gesagt, ich werde die Kanalmitgliedschaft werde ich einführen. Normale Reparaturvideos wird es 2 Stück in der Woche geben. Bin mir noch nicht ganz sicher, welche Tage. Muss ich mir noch ausdenken. Wer es nicht möchte, lässt es einfach sein. Wer es möchte, macht es. Ne? Das ist einfach so. Ich werde 2 Stufen in dieser Mitgliedschaft einführen. Und zwar ist die eine Stufe die ganz normale, dass du die Videos gucken kannst und so weiter, dass du spezielle Icons hast, wenn du kommentierst und so weiter und so weiter. Und dann die zweite Stufe, ich werde in Bezug auf, Tipps, Tricks und andere Geschichten. Wenn irgendjemand Fragen hat, werde ich gucken, dass ich das irgendwie auf die Reihe kriege, da an einem entsprechenden Fahrzeug Reparaturen durchzuführen, die quasi dann übertragen werden können, ne, als Anleitung. Mal schauen, wir können da schon irgendwas starten. Facebook werde ich jetzt eine Seite mit Michael Schumacher Diesel Service eröffnen. Instagram kennen einige Leute bei mir, ne? Michael Schumacher Diesel, immer zwischen den Worten mit Unterstrich. Ja, wie gesagt, also die Geschichte mit der Mitgliedschaft, ne?
Ich weiß, da kommen jetzt garantiert wieder Kommentare so von wegen, ich will abzocken und sowas alles in der Richtung. Ich möchte einfach nur ein bisschen Struktur reinbringen. Die Leute, die... Ich habe so viele Aufrufe und ich glaube 17% Abonnenten und sowas alles in der Richtung. Und ja, und zeitmäßig kriege ich es nicht auf die Kette, muss ich sagen. Wenn ich hier über den Alltag irgendwelche Geschichten raushaue an Kanalmitglieder, ist das eine ganz andere Geschichte. Das kann man mal jeden Tag machen. Ne? Mal so. Und jeden Tag mal so ein Ding raushauen. Über den Tag gesehen, gefilmt. Eine ganz andere Baustelle als drei Videos in der Woche zu machen. Es soll ja wirklich Wochen geben, da habe ich gar nichts zu reparieren. Ne? Oder auch gar keine Lust, irgendwas zu reparieren. Mach's aber trotzdem, damit der Kanal wie gewohnt weiterläuft. Ich glaube, ich habe kaum ein Video ausfallen lassen. Und wenn, dann habe ich es nachgeholt. Ist einfach, das Ganze ein bisschen strukturierter aufzubauen. Ich habe mir einfach so einen Tipp geben lassen von jemandem, der hat schon längere Zeit einen YouTube-Kanal. Und auch einen sehr erfolgreichen YouTube-Kanal in Bezug auf Autogeschichten. Und er hat mir das dann mehr oder weniger erklärt. Ich will nicht abzocken, ich brauche das Geld im Grunde genommen auch nicht, aber ne, deshalb habe ich auch die niedrigsten Werte für die Mitgliedschaft genommen. Also von daher, wie gesagt, macht es, lasst es. Ne, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Okay, ich werde jetzt mal zum Ende kommen. Ich habe Hunger, ich muss duschen, ich habe im Getriebeöl gelegen. Bis morgen muss ich auch noch fegen hier, Katzenstreu. Ja, ich wünsche euch einen schönen und sanften Start in die Woche. Wir sehen uns im nächsten Video.